weg. Am 8. Juli ist bei der Kantonspolizei Zürich kurz nach der zweiten Meldung eingegangen, dass in Windlach ein ehemaliger Bauernhof brennt. Die sofort alarmierte Feuerwehr Glattfelde Stadelweach ist mit rund 30 Angehörigen ausgerückt und hat den Brand in rund anderthalb Stunden löschen. Durch den Brand ist der mittlere Teil der Liegenschaft praktisch vollständig zerstört worden. 8 Hausbewohner, darunter 4 Kinder, mussten evakuiert werden oder konnten das Haus selber verlassen. Laut Polizei dürfte der Sachschaden einige 100'000 Franken betragen.